Was wir sicher wissen, ist, dass wir nicht wirklich viel wissen. Ich weiß zum Beispiel nicht sicher, wie viele Menschen es auf der Welt braucht, wo wach sind, damit das Ganze im kollektiven Feld kippt. Da bin ich mir nicht sicher, wie viel es dafür braucht. Aber was ich weiß, ist, dass wir nicht die Hälfte der Menschheit brauchen. Also nicht 51%. Weil wenn ein Mensch aufwacht, dann erhöht sich ja dadurch seine Schwingung, sein Bewusstsein. Und je höher das Bewusstsein von einem Mensch ist, desto mehr Menschen kann er im kollektiven Feld wie ausgleichen. Und das heißt, wir brauchen nicht 51%. Also es wäre ja toll, aber wir brauchen es nicht unbedingt. Und darum ist es ja auch so wichtig, dass jeder einzelne Mensch an sich selber arbeitet. Und das heißt ja, dass wir all die Dinge transformieren, die uns blockieren und die uns nicht mehr weiterhelfen. Die Dinge, die uns von dem gefühlsmäßig abtrennen, was wir wirklich sind. Dass wir unsere Seele sind und unsere Seele, die ist Licht und Liebe. Und das ist ja jeder Mensch. Also Menschen basieren ja grundsätzlich auf Liebe. Und dass wir diese Liebe wieder wahrnehmen können, dafür müssen wir nur die Glaubenssätze umändern, die uns da blockieren. Darum entwickeln wir uns ja eigentlich auch nicht. Wir erinnern uns ja nur an das, was wir vorher schon immer gewesen waren. Wir waren das ja immer. Und manchmal waren wir näher dran und dann waren wir wieder weiter weg. Aber wir waren das immer gewesen. Und auch in der jetzigen Zeit, dann können wir uns daran erinnern, was wir wirklich sind. Und wenn wir uns daran erinnern, wer wir sind, und wenn wir aufwachen, dann erhöht sich unsere Schwingung und unser Bewusstsein. Und dann ist das wie wenn wir feinstofflich, also was es physisch gibt, das gibt es ja auch feinstofflich. Und dann machen wir wie ein Loch in das jetzige System, wenn wir aufwachen. Weil dieses System, was wir jetzt haben, das ist ja darauf ausgerichtet, uns von dem abzutrennen, was wir wirklich sind. Und darum werden die Menschen ja auch in diesen Überlebensängsten gehalten. Und darum gibt es so viel Armut und Kriege und die Sache, die wir jetzt gerade haben. Weil wenn Menschen Angst haben, dann sind sie nicht mehr mit dem gefühlsmäßig verbunden, was sie wirklich sind. Und
Und wenn sie das nicht mehr sind, also nicht mehr verbunden sind, darum sage ich das so, weil in ihrem Kern sind sie es ja trotzdem noch. Aber in ihrem Tagesbewusstsein haben sie diese Verbindung dann nicht mehr, weil sie in Angst und Sorge sind. Und wenn sie eben dort sind, dann sind sie halt manipulierbar, weil Menschen, die Angst haben und sich nicht mehr zurückverbinden können mit dem, was sie eigentlich sind, die suchen dann ja zwar auch eine Lösung, wie sie sich wieder sicher fühlen können, aber weil sie nicht mehr zu sich selber zurückfinden und ja viele Menschen auch keine oder nicht viele Menschen in ihrem Umfeld haben, die sie dann daran erinnern, suchen dann viele Menschen in diesem System nach einer Lösung. Aber eben dieses System wird uns ja nie zu dem zurückführen, was wir eigentlich sind. Und wenn wir Angst haben, dann können wir auch keine Lösungen finden, weil die Lösung, die hat eine andere Energie, eine andere Schwingung als die Angst. Und wenn wir Angst haben, dann sind wir so eng geworden, dann passt da die Lösung nicht mehr rein. Die ist dann einfach zu groß. Und dann können wir auch unsere Führung nicht mehr hören. Und darum ist es ja so wichtig, dass wir aus der Angst rausgehen. Wenn wir uns auf das konzentrieren, was wir wirklich sind. Also wenn wir uns vorstellen, dass wir Licht sind, dass unser physischer Körper und unser ganzes Energiefeld und jede Zelle von uns, dass sie Licht ist und wir uns das so als Bild vorstellen. Und dann denken wir daran und wenn wir an das denken, dann muss ja unsere Angst zurückgehen. Weil unsere Angst, die ist ja auch an Gedanken gebunden. Und wenn wir uns an das denken, was wir wirklich sind, dann kann unsere Angst nicht gleich bleiben. Weil das, was wir wirklich sind, das hat keine Angst. Und wir können unsere Schutzengel darum bitten, dass sie uns dabei helfen.